die folgenden Fragen, die ich nun noch für dich vorbereitet habe, die sind mehr oder weniger aus der Praxis. Gerade eben im Hochschulalltag herrscht auch eine gewisse Unsicherheit, was man an digitalen Werken benutzen darf und in welchem Kontext man sie benutzen darf. Und daher aus diesem Bereich folgende Fragen, die sind sich im ersten auf Paragraph 42 des Urheberrechts beziehen, Absatz E, zum Thema unwesentliches Beiwerk. Da ist die Frage, gibt es eine rechtskräftige Definition zur Bezeichnung Beiwerk? Also was genau kann man unter Beiwerk verstehen? Ab wann ist ein digitales Medium in Form von Bildern oder Musik oder auch bewegten Bildern ein Beiwerk? Gibt es da eine klare Aussage? Leider wie so oft im juristischen Bereich nicht, sondern vielmehr muss ich da einen Lieblingssatz der Juristen zitieren, es kommt darauf an. Generell muss man sagen, dass § 42e in der freien Werknutzung zu verorten ist. Also das fängt mit § 41 fortfolgende fängt das an, wobei es freie Werknutzung sehr stark darum geht, kann ich Dinge verwenden unter bestimmten Voraussetzungen und brauche hier dann den Urheber oder den Verwertungsrechteinhaber nicht um Erlaubnis zu fragen. Und hier geht es um ein unwesentliches Beiwerk. Ich habe mir hier auch noch zur Sicherheit sozusagen die Materialien angesehen, also quasi was sich der Gesetzgeber erläuternd dazu gedacht hat. Leider geben diese Materialien nicht sehr viel her. Es geht im Wesentlichen darum, dass so gewissermaßen zufällig aufgenommene Werke eben urheberrechtlich nicht relevant sein sollen. Beispielsweise bei Berichten über Tagesereignisse, wenn dort irgendeine Musik zum Beispiel läuft, die klar nicht Hintergrundmusik ist von demjenigen, der den Beitrag erstellt, sondern quasi zufällig aufgenommen wird, dann würde man das als unwesentliches Beiwerk bezeichnen. Das Problem ist nur, das unwesentliche Beiwerk ist jetzt mit der Urheberrechtsnovelle, die seit letzten Oktober gilt, erst rechtskräftig geworden und erst in Kraft getreten. Das bedeutet, man muss hier erst einmal schauen, wie sich das Ganze auswirkt. Also wahrscheinlich wird man da eher erst im Jahr 2017 dann konkret sagen können, wie äußert sich die Judikatur dazu, gibt es dann ein oberstgerichtliches Judikat, gibt es eine Entscheidung dazu. Vorher ist das Ganze sehr schwierig und wir bewegen uns da jetzt nicht im rechtsfreien Raum, aber doch in einem Graubereich. Ja. Nur im Zweifel würde ich das Ganze immer sehr einschränkend handhaben. Also wirklich zufällige Dinge, die sozusagen in ein Werk hineinkommen, kein Problem. Ich würde das jetzt aber nicht als Freibrief dafür verwenden, dass man eben Werke sozusagen vermeintlich als Beiwerk sozusagen hier trotzdem verwendet und dann versucht hier sozusagen die Notwendigkeit der Erlaubnis vom Urheber oder vom Verwertungsrechteinhaber zu umgehen. Das heißt also, wenn ich jetzt die Frage zu meinem konkreten Beispiel stellen würde, dass ein Nutzer am Computer die Funktion von Google demonstriert. Er stellt Google als Suchmaschine vor und dann gibt er bei Google ein Verkehrsbilder und dann wirft natürlich Google eine hohe Anzahl an Bildern raus, wo Verkehrsbilder zu sehen sind. In dem Fall geht es um die Funktion von Google. Die Bilder, die ergoogelt werden, wären dann als Beiwerk anzusehen oder müsste man da schon wieder vorsichtig sein, dass man nicht in dieser Abbildung dann urheberrechtlich geschützte Bilder zeigt? Meines Erachtens wäre das ein Beiwerk. Wenn man natürlich ganz auf der sicheren Seite sein möchte, in deinem konkreten Beispiel wäre es so, dass man einfach gemeinfreie Bilder sucht oder generell urheberrechtlich freie Bilder, dann wird Google die entsprechenden Bilder auch auswerfen. Diese Bilder unterliegen einer entsprechenden Lizenz, dass man sie frei verwenden darf und dann sehe ich hier relativ wenig Problem. Aber wenn es hier zum Beispiel darum geht, ein Video eben zu erstellen, ein Tutorial, wie ich Google benutze und ich gebe dann irgendetwas ein, wäre das meines Erachtens ein unwesentliches Beiwerk. Sinnvollerweise wird man natürlich, um auf der sicheren Seite zu sein, gewissermaßen etwas eingeben, von wo man weiß, dass es urheberrechtlich unproblematisch ist. Zum Beispiel, keine Ahnung, den eigenen Namen etwa. Wo man sagen muss, okay, ich suche jetzt nach dem. Oder auch Bilder, wo man damit rechnen kann, zum Beispiel Bilder von Monumenten. Bilder von Monumenten hat es erst kürzlich eine Diskussion darüber gegeben, die sollen nach wie vor gemeinfrei sein. Ja. Sonst hätten auch Wikipedia zum Beispiel hätte sonst ein großes Problem und auch sämtliche Hersteller von Ansichtskarten. So ehrlich muss ich sein. Alles klar. Gut, also das mit dem Beiwerk muss also noch juristisch dann final geklärt werden. Da sind wir sehr gespannt,
wann es da einen Präzedenzfall gibt, der also die Definition und die Bedeutung von Beiwerk regeln wird. Auf jeden Fall. Man muss auch sehen, wie sich das Ganze im europarechtlichen Raum sozusagen auswirkt, weil letztlich das Urheberrechtsgesetz ist ja, hat ja seine Grundquelle in der europarechtlichen Entwicklung. Man muss dann auch sehen, okay, was macht beispielsweise Deutschland, beziehungsweise wer wird sich da einmal entsprechend deklarieren. Natürlich für uns in Österreich ist natürlich hier die Rechtsmeinung des Obersten Gerichtshofes relevant. Nichtsdestotrotz macht auch der Oberste Gerichtshof sehr stark davon Gebrauch, dass er sich anschaut, was wird in anderen EU-Ländern judiziert, um hier dann eine entsprechende, um sich hier entsprechend anzuhalten. Es kann theoretisch bis zum EuGH gehen, also bis zum Europäischen Gerichtshof, der das dann sozusagen im Lichte des Europarechtes auch zu entscheiden hat. Aber es wird auf jeden Fall, stimme ich ganz zu, wird spannend werden, was sich da tun wird. Generell im Urheberrecht, muss man sagen. Okay, verstehe. Paragraph 42 im Urheberrecht ist also ein sehr spannender, weil zum Absatz G bezieht sich meine nächste Frage. Das betrifft die öffentliche zur Verfügungstellung für Unterricht und Lehre. Wir befinden uns hier in der Hochschule, da ist es natürlich ganz wichtig, dieses Thema, die öffentliche zur Verfügungstellung für Unterricht und Lehre. Auch mit Verweis auf Paragraph 71 Absatz 2 und 3, wo diese Bezeichnung nochmal wiederzufinden ist. Und da heißt es, wenn ich zitieren darf, im Absatz 1, ein abgegrenzter Kreis von Unterrichtsteilnehmern bzw. Lehrveranstaltungsteilnehmern. Für diesen besagten Kreis ist also eine öffentliche Zurverfügungstellung zulässig. Meine Frage ist nun, ist auch eine online abgeschlossene Kreis, also das heißt ein Kurs zum Beispiel auf Moodle oder eine geschlossene Gruppe auf Google Plus oder ähnlichen Plattformen, die in sich geschlossen sind, wo man nicht automatisch frei Zugang hat, ist das auch juristisch als abgegrenzter Kreis zu interpretieren und dürfen daher auch in diesem Kreis diese Online-Materialien zugänglich gemacht werden? Da kann ich wieder mit dem juristisch ganz sicheren, es kommt darauf an, antworten. Es ist gerade im Urheberrecht leider eine Antwort, die man sehr oft geben muss. Grundsätzlich ist es so, ich habe auch hier zur Sicherheit noch die Materialien angesehen, die es zu den Paragraphen gibt. Und es geht sehr klar in Richtung zur Verfügungstellung online, zur Verfügungstellung Lernplattformen. Es ist eben auch im Bereich der freien Werknutzung. Ein wichtiger Aspekt der freien Werknutzung ist immer das, dass ein nicht kommerzielles zur Verfügungstellen erfolgt, wobei offenbar der Gesetzgeber hier durchaus auch Universitäten umfasst weiß und hier auch ganz klar macht, dass auch wenn Universitäten oder Bildungseinrichtungen für ihr Lehrangebot Geld verlangen, dies trotzdem diese zur Verfügungstellung trotzdem unentgeltlich passiert. Das ist mir ebenfalls sehr wichtig zu wissen, was dieser abgeschlossene Benutzerkreis ist. Dazu habe ich schon einige Fragen bekommen, also wie weit da quasi die Anmeldungshürden sein müssen, wie viele Personen das sein müssen, mindestens, ob es da eine entsprechende Definition gibt. Hierauf muss ich leider, oder habe ich auch immer antworten müssen, nein, ich weiß es nicht, beziehungsweise nein, es ist noch nichts Konkretes bekannt. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass eine Lernplattform gerade die eben sehr stark auf das E-Learning ausgerichtet ist, hier auf jeden Fall in diesen Nutzerkreis hineinfallen wird. Wie es bei anderen Gruppen ist, zum Beispiel eine geschlossene Gruppe auf Facebook, eine geschlossene Gruppe auf Google Plus, ist schon wieder problematisch zu beachten oder ist schon wieder problematisch zu sehen und muss man sich leider im Einzelfall ansehen. Auch hier ist eben zu erwarten, dass wir entsprechende Judikatur dann hoffentlich Ende 2016 oder auch 2017 haben, wo das einmal definiert werden wird. Nämlich einerseits zur Frage der kommerziellen Nutzung, also was ist wirklich kommerziell und was wird noch nicht kommerziell verstanden, was fällt unter Bildungseinrichtung, beziehungsweise wann ist gewissermaßen ein derartig eingeschränkter Benutzerkreis sozusagen erreicht. Wenn man jetzt von den durchschnittlichen Moodle-Plattformen ausgeht, wo es sehr stark darum geht, der Teilnehmer, die Teilnehmerin muss als Student oder Besucher dieser Bildungseinrichtung registriert sein. Es gibt eine entsprechende Passworthindernis und es ist wirklich ein sehr eingeschränkter Nutzerkreis. Würde ich sagen, sind wir sehr klar in dieser Möglichkeit der freien Werknutzung, dieser Möglichkeit zur Verfügungstellung drinnen. Generell muss man sagen, der Gedanke dahinter ist auch der, dass man Schulkopien, unter Anführungszeichen, nicht länger nur analog zur Verfügung stellen darf. Das war ja vor der Urheberrechtsnovelle noch der Fall. Schulkopien, also Kopien aus veröffentlichten Werken,
darf man zur Verfügung stellen, darf man vervielfältigen, was ja sonst im Lichte des Verwertungsrechts durchaus problematisch ist. Und diese Seiten gewissermaßen, diese Kopien soll man nunmehr auch online zur Verfügung stellen dürfen. Und hier geht es eben auch sehr klar, wenn schon zur Verfügung stellen, dann nicht nur im Rahmen der Klasse, sondern auch im Rahmen einer abgegrenzten Lernplattform. Wie diese aber genau ist, kann man zurzeit noch nicht sagen, muss man sich für die jeweilige Lernplattform ansehen. Für Moodle würde ich es auf jeden Fall unterstützen. Bei Facebook und Google Plus hätte ich unter Umständen schon meine Zweifel und kommt es wirklich sehr stark darauf an, worauf ist diese Gruppe ausgerichtet. Verstehe. Danke, das war eine sehr informative Antwort. Ich habe vorhin schon kurz Paragraph 71 noch erwähnt, in dem auch eben diese Nutzung zu Informationszwecken beschrieben wird. Und zwar darf ich kurz zitieren, laut Paragraph 71 Absatz 2 dürfen einzelne Sendungen bzw. Rundfunksendungen, Darbietungen bzw. auch Ausschnitte davon aufgezeichnet und vervielfältigt werden, sofern sie dem Informationszweck dienen. Und da ist jetzt eben dieser Begriff des Informationszweckes von Bedeutung. Gibt es eine Definition, die da juristisch relevant ist? Und im folgenden Absatz, Absatz 3, heißt es dann weiter, dass die Nutzung zu Zwecken der Wissenschaft oder des Unterrichts durch den nicht kommerziellen Zweck gerechtfertigt bzw. dem Umfang zulässig ist. Also wie ist denn genau dieser Umfang zu interpretieren? Also es sind manchmal so Interpretationsspielräume, die dem Laien etwas schleierhaft letztendlich dann vorkommen, wo man sich als eben Nicht-Jurist aufs Glatteis begeben kann. Ja und nein, diese Informationsspielräume oder diese Interpretationsspielräume haben einen Vorteil und einen Nachteil. Natürlich, für den Laien haben sie auf jeden Fall den Nachteil, dass potenziell hier eine Gefahr sozusagen der Falschanwendung besteht, wo dann plötzlich sehr klare rechtliche Konsequenzen daraus erwachsen würden. Andererseits sind diese diese Interpretationsspielräume vom Gesetzgeber durchaus in vielen Gesetzen auch sehr gewollt eingesetzt, einfach um das Gesetz zu einem gewissen Grad flexibel zu halten. Das Problem ist einfach, dass ein Gesetz eine Grundregelung treffen muss für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen. Das ist einfach die Art und Weise, wie der Gesetzgeber sozusagen arbeitet. Für das braucht man dann, unter Anführungszeichen, leider auch Juristen, dass sich das sozusagen, dass das klarer wird, dass man hier entsprechende Meinungen abgeben kann. Und muss ich ganz ehrlich sagen, gerade im Bereich des Urheberrechts können uns wir auch nur auf das stützen, was wir derzeit wissen, beziehungsweise aus der Vergangenheit sozusagen gewisse Richtlinien oder Vorgehensweisen Best Practice sozusagen ableiten, während die richtigen Klärungen werden hier wahrscheinlich erst durch den obersten Gerichtshof in Zukunft ergehen. Nichtsdestotrotz, wenn es hier um den Informationszweck und den Umfang geht, kann ich etwas auf das Zitatrecht verweisen, das sich auch im Urheberrecht findet. Dort ist es nämlich ähnlich. Nämlich jetzt nicht vom Informationszweck her, sondern einfach, dass sozusagen der Zweck muss sozusagen die Verwendung rechtfertigen. Das ist so ein bisschen der Zweck heiligt die Mittel, wenn man will. Aber an sich geht es darum, dass einfach ein Zitat immer ein Werk oder ein Teil eines Werkes sein soll. Das bedeutet, dass ein Zitat soll niemals Selbstzweck sein. Also eine Kopie soll nicht das gesamte Werk darstellen oder ein Werk, das sozusagen erstellt wird, soll eben nie nur aus Kopien bestehen, sondern soll immer eine eigenständige geistige Leistung haben und diese eigenständige geistige Leistung soll durch andere Werke, die entsprechend richtig genannt werden, also wo auf den Urheber richtig hingewiesen wird, beim Zitatrecht eben ganz wichtig, soll dadurch unterstützt werden. Und das haben wir auch bei diesem Paragraphen. Da geht es darum, einerseits der Informationszweck, also es soll sozusagen diese Aufzeichnungen, diese Tagesereignisse, diese Berichte sollen nicht sozusagen zur Belustigung entstellt werden, also soll nicht sozusagen der Zweck oder der Kerngehalt der Information soll total entfremdet werden, sondern sie sollen nach wie vor so verwendet werden, wie sie eben gehandhabt sind, nämlich zu Informationszwecken. Und der Umfang soll dahingehend dadurch bestimmt werden, dass eben ein Gesamtwerk immer größer ist wie dieses verwendete Werk. Und wenn ich sage, ich habe einen Vortrag, dann soll dieser Vortrag nicht daraus bestehen, dass ich mich hinsetze und einfach Tagesereignisse zeige im laufenden Band. Das wäre nicht zulässig. Aber ich kann Sie als Beispiel anführen.
quasi immer als Untermauerung meines Vortrages, als Untermauerung der Informationen, die ich gebe. Vielleicht darf ich da noch mal kurz einhaken, weil du das Zitatrecht in diesem Zusammenhang genannt hast. Das Zitatrecht bezieht sich also explizit nicht nur auf Text, sondern sehr wohl auch auf Bild- oder Tonquellen. Ja, das Zitatrecht regelt sogar explizit im Gesetz Werke der bildenden Kunst bzw. Werke der Tonkunst. Also wir reden auch hier von Möglichkeiten, Klangwerke und Bilder etc. zu zitieren. Ja. Das, der Prototyp des Zitates, wobei das Zitatrecht ja wiederum der Prototyp der freien Werknutzung ist, aber der Prototyp eines Zitates ist natürlich immer das Textzitat, also die Aufnahme eines unter Anführungszeichen fremden Textes in ein eigenes Werk, eben zur Erläuterung dieses Werkes, zur Untermauerung dieses Werkes. Alles klar, das wird viele zu sehr freuen. Danke für das Gespräch und für die informativen Antworten zum Thema Urheberrecht. Ich bin mir sicher, das wird dich als Experte noch weiterhin in der Zukunft sehr begleiten. Wir werden sicherlich ein Update wieder releasen, wenn zum Thema Urheberrecht der Gesetzgeber Neuerungen gebracht hat, damit also da etwas weniger Grauzonen herrschen und da mehr Klarheit geschaffen wurde.